9 Uhr schon wieder eine Aufnahme. Was denn, Schallplatte? Nein. Na, was ist denn? Hast du heute keinen Auftritt mehr? Nein, heute ist gar nichts. Na fein, dann können wir doch zusammengehen. Weißt du, ich bin zu müde. Na komm doch. Morgen vielleicht. Also dann, gute Nacht. Schlaf gut. Aber treib dich nicht rum, geh jetzt wirklich schlafen. Hier. Kannst ja mal den verdammten Blutsauger fragen, was ist. Du, was war denn mit Philipp? Er wollte nur was pumpen. Ja, und du weißt doch, umsonst ist nicht mal der Tod. Ich bin schließlich kein Wohltätigkeitsverein. Ganz allein? An so einem hübschen Abend? Wie wär's denn mit uns beiden? Einen Kaffee. Einen Kaffee? Und vielleicht auch ein Gläschen dazu? Na klar, aber mit einem ziemlich großen Glas. Also wie immer. Ja, weil ich will eine Anzeige bei euch machen. Dass du besoffen bist, kann auch so jeder auf mindestens 100 Meter sehen. Spar dir lieber den Weg. Aber es geht doch um eine ziemlich ernste Sache. Das Kommissariat ist da drüben. Micheline Menizier, geboren in Rambouillet, 25 Jahre alt. Künstlername Arlette. Wo arbeiten Sie? Beim Picrat Rue Pigalle. Striptease-Tänzerin? Ja. Also, du behauptest, dass zwei Gäste mit dir ein Verbrechen vorbereiten. Ist das so? Ich habe gar nichts damit zu tun. Wer denn? Die haben einen Mord vor. Du hast also ein Gespräch gehört? Ja. Sie haben am Nebentisch gesessen. Aha, so war das. Weiter? Aber ich konnte nicht alles verstehen. Na, wie schön. Das auch noch. Also, sehen wir mal weiter. Und wann ist das gewesen? Vor kurzem war das. Es sind, es waren zwei. Und was haben Sie nun wirklich gesagt? Ich glaube, der Ältere von den beiden hat gesagt, sie werden die Gräfin umbringen, die Gräfin. Was für eine Gräfin denn? Na, sag schon, wie haben die beiden ausgesehen? Ich weiß nicht. Willst du mir vielleicht einen Bären aufbinden? Zwischen den Tischen sind nämlich kleine Trennwände. Aber ich habe sie mir trotzdem angesehen. Aha, du hast die beiden also gesehen? Ja, von hinten. Der eine war ein stämmiger Kerl. Haarfarbe? Ich glaube, die Haare waren grau. Wie groß? Vielleicht mittelgroß. Der andere von den beiden war blond und groß. Hm. Ich habe gehört, wie der Ältere gerade sagte, die schwimmt förmlich in Juwelen. Man weiß nichts damit anzufangen. Und wie war das mit dem Umbringen? Er hat gesagt, die nehmen wir aus. Heute Nacht ist die Alte dran. Haben die beiden irgendeinen Namen genannt? Einen Namen, ja. Ich glaube, der Blonde, er hat irgendwann auch mal einen Namen genannt. Ja, jetzt habe ich's. Oskar heißt der Ältere. Oskar. So, das reicht erstmal. Du kannst jetzt das Protokoll unterschreiben und dann schleunigst verschwinden. Na, das hat uns noch gefehlt. Jetzt ist sie eingeschlafen. Hey, wach mal auf. Du musst hier unterschreiben. Du bist ja wirklich ganz schön voll. Ich glaube, die hat die ganze Geschichte bloß erfunden, so besoffen wie sie ist. Na, hoffentlich. Und jetzt träumt sie weiter.
Da liegt sie. Also, wo gibt's denn sowas? Das ist doch hier kein öffentlicher Schlafsaal. Ja, was sollten wir denn machen, Inspektor? Die ist uns einfach unter den Händen eingeschlafen. Hey, aufwachen! Na los, aufwachen! Hey! Was ist denn? Was wollt ihr denn? Ich habe nur ein bisschen geschlafen. Den Eindruck hatte ich auch. Bitte entschuldigen Sie. Ich darf jetzt wohl gehen, ja? Nein, 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 einen Moment. Sag mal, was ist denn mit dieser Geschichte? Du hast da zwei Männer belauscht. Die haben davon gesprochen, dass sie eine Gräfin umbringen werden. Was denn, welche Männer? Was für eine Gräfin denn? Das ist nicht wahr, das habe ich niemals gesagt. Aber ja, und du hast es sogar unterschrieben. Dann muss ich aber ziemlich betrunken gewesen sein. Sieh mal an, da haben wir ja die Schweinerei. Du kommst hierher und erzählst uns irgendwelche Märchen. Denken Sie vielleicht, Sie wissen, was Sie reden, wenn Sie so viel getrunken haben? Also am liebsten würde ich dich einsperren. Aber ich bin doch so müde. Ich möchte mich jetzt endlich hinhauen. Bitte. Na gut. Und mach sowas gefälligst nicht nochmal. In solchen Dingen verstehen wir keinen Spaß. Bitte entschuldigen Sie. Ich weiß wirklich nicht, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, sowas zu sagen. Wiedersehen. Kommissar, sollen wir sie nicht lieber hier behalten? Die können wir laufen lassen. Ich weiß ja, wo wir sie finden. Nehmen Sie mir das Bild mal ab. Und jetzt empfehle ich mich, ab sofort bin ich nicht mehr im Dienst, verstanden?
Von jetzt auf will ich nur noch Forellen fangen und nichts anderes. Ja, dann gute Erholung, Herr Kommissar. Und eine okay. Empfehlung an Madame Maigret und auch an ihre Schwester. Ach ja, richtig, meine kleine hübsche Schwägerin. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich muss schnell noch mal telefonieren. Darf ich mal Ihr Telefon benutzen? Gerne, Herr Kommissar. Danke. Hallo, hier ist... Verbinden Sie mich mit dem Kommissariat. Hier ist Maigret. Geben Sie mir bitte Dr. Pasquier. Hallo, ja? Dr. Pasquier? Er ist nicht da, wo soll er denn sein? Er muss irgendwo am Bigal bei einem Mädchen sein. Am Bigal bei einem Mädchen? Da kann er nicht sein. Das ist völlig unmöglich. Eine Ermordete? Ach so, ja, jetzt begreife ich. Das ist selbstverständlich was anderes. Ach, bitte geben Sie mir mal die Adresse. Ich brauche ihn. Die Adresse ist Rue Bigal Nummer 15. Ja. Danke sehr. Vielen Dank. Ja, ja, ich danke Ihnen. Madame Poussin, also noch mal machen Sie es gut und sorgen Sie für schönes Wetter. Sie was brauchen jetzt Herz, vor allem was für die Lunge, nur mit dem Magen muss ich vorsichtig sein, der ist so empfindlich. Sie können ableiten, also Sie aus der Wiedersehen. Jean-Guy. Na nu, da staune ich aber noch in Paris. Ich dachte, Sie sind schon längst beim Angeln. Ich bin gerade dabei, abzureisen. Sagen Sie mal, wo ist denn der Dr. Pasquier? Der ist da hinten im Badezimmer, aber da muss man schwimmen können. Grüß dich, Lognon. Guten Tag, Maigret. Tag, Simon. Kommissar, Sie sind ja immer noch da. Tag, Kommissar. Ich muss nur noch kurz mit Pasquier sprechen. Ach, Doktor, ich sollte meiner Schwägerin doch was mitbringen. Sie meinen etwas gegen diese Entzündung? Genau das. Ich habe nämlich das Rezept verloren. Und da ich jetzt dorthin in die Sommerfrische fahre... Ich bin gleich fertig, ja? Ich hab's eilig. Einen Moment noch. Hübsches Mädchen. Mhm. Was ist denn das hier für eine Sache? Wer ist die? Alette, eine Striptease-Tänzerin vom Picard. Ah, Rue Bigal. Hast du mal einen Augenblick Zeit? Der Mörder muss hier schon gewartet haben, als sie nach Hause gekommen ist. Er muss sich versteckt haben. Ich nehme an, hier. Und während sie sich geduscht hat, ist er rausgekommen und hat sie erwürgt. Oder glaubst du nicht? Ich glaube gar nichts, mein Lieber, denn ich bin im Urlaub. Ich will nichts damit zu tun haben. Das ist dein Fall. Sag mal, durch wen hast du die Nachricht bekommen? Die Portiersfrau. Das Wasser kam schon die Treppe runtergelaufen. Sieht gut aus, was? Ein klasse Weib ist das gewesen. Richtig schade, dass sowas Hübsches so enden muss. Das ist kaum der richtige Moment für Witze. Vor allem darf hier überhaupt nichts angerührt werden, bevor wir nicht alle Spuren gesichert haben. Und wozu bin ich da? Vielleicht will mir noch jemand Vorschriften machen. Lapointe! Also, Chef, ich werde hier behandelt. Das ist es genug. Na, Doktor, was hat die Leiche ausgeplaudert? Die Zeit des Mordes. So ungefähr vor 2 Stunden. Noch 30 Minuten. Was? Ich meine, noch 30 Minuten bis zur Abfahrt meines Zuges. Das Rezept bitte, Doktor. Ach so, ja, natürlich. Das schreibe ich gleich aus. Was glauben Sie, was passiert, wenn ich ohne die Salbe ankomme? Sehen Sie mal. Beethoven, die Beatles und Stravinsky. Das ist wirklich eine sehr originelle Zusammenstellung. Also dann, am besten vor dem Schlafengehen die Salbe dünn auftragen und leicht einmassieren. Ihre Schwägerin ist übrigens auch gegen Sonne allergisch. Genauso wie ich allergisch gegen meine Schwägerin bin. Vielen Dank, Doktor, und auf Wiedersehen. Und macht in der Zwischenzeit keine Dummheiten. Also, gute Reise, Herr Kommissar. Wiedersehen. Danke, ich habe den ganzen Sommer gearbeitet, jetzt verschwinde ich. Viel Erfolg, aber nein, lass dich nicht. Nein, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Was gibt's denn? Hör mal zu, Maigret. Bitte lassen Sie uns allein. Na, schieß endlich los. Maigret, wir sind doch wirklich lange genug befreundet, nicht wahr? Natürlich. Und du weißt ja auch, in unserem Beruf passieren manchmal eben Dinge, für die man nichts kann. Also, Jung, ich flehe dich an, bitte beeil dich, ich verpasse meinen Zug. Ich habe eine Dummheit gemacht. Ich fürchte, ich bin an allem schuld. Was soll das heißen? Hast du vielleicht die Kleine umgebracht? Nein, das nicht. Aber, dass sie ermordet wurde, ist ebenso auch meine Schuld. Ah, jetzt verstehe ich. Du hast wieder mal deinen Schuldkomplex. Nimm das nicht so schwer, das geht vorbei. Warte mal, ich muss dir das erklären. Bitte fahren Sie doch erst noch zur Rue Pigalle. Rue Pigalle, ist gut. Ja.
Moment. Ist hier jemand? Ist da jemand? Hallo? Ist denn jemand da? Ja, was wollen Sie denn? Den Chef möchte ich sprechen. Und worum handelt es sich? Ich bin Kommissar Maigret, Kriminalpolizei. Kriminalpolizei, warum denn? Hier ist alles in bester Ordnung. Wenn Sie wollen, können Sie sich überall erkundigen. Das habe ich schon gemacht. Also, mein Mann ist geschäftlich unterwegs. Aha. Ich nehme an, er wird gleich hier sein. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Na, danke, vielen Dank. War hier gestern Abend eigentlich viel Betrieb? Montags ist kaum was los. Das ist immer ein toter Tag. Die Leute müssen sich von ihrem anstrengenden Wochenende erholen. Dann werden Sie sich an die Gäste gut erinnern können. Ja, natürlich. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Also am 12, da saß ein Neger. Ein Amerikaner, ziemlich verrückt, wissen Sie. An Nummer 11, da saßen zwei Belgier mit zwei Mädchen aus der Rue Camartin. Sie hatten eine ganz schöne Zeche. An 10 war Betty mit dem Pekinesen. Ah ja, das ist so ein ganz kleiner, nicht? Ach nein, aber das ist doch kein Hund. Hm? Er arbeitet nur im Restaurant Pekinese. Aha. War sonst noch jemand da? Nein, niemand. Doch ja, Arlette war noch da, mit ihrem Liebhaber. Arlette und Albert, ja. Er ist gegen 2 gegangen. Aha. Ja, denn um 2 Uhr ist immer der Striptease. Er mag es nämlich überhaupt nicht, wenn sie sich vor anderen Männern auszieht. Er ist sehr eifersüchtig. Und wo hat Arlette denn mit ihm gesessen? An 6. Da. Und am Nebentisch sind da nicht 2 Männer gewesen? Was für Männer meinen Sie? Ja, einer, der schon ein bisschen älter sein soll. Ziemlich kräftige Figur und der muss auch schon etwas graumelierte Schläfen haben. So einer war nicht da. Das würde ich bestimmt wissen. Kann mich nicht erinnern. Kennen Sie einen Oscar? Hübsche Mädchen, nicht wahr? Tja, doch, nicht schlecht. Und die können auch was. 2 sehr gute Nummern. Wir haben sie erst seit vorigem Monat. Und dieses Mädchen? Das ist Arlette. Aha. Und wie lange arbeitet die schon bei Ihnen? Warten Sie, Ostern werden es 2 Jahre. Und dieser eifersüchtige Liebhaber von ihr, was macht der denn? In Liebe. Und sonst Fotos. Und sie ist in ihn verliebt? Ach was. Da soll der Teufel draus schlau werden. Also die ist genau der Typ, der sich wahllos jeden Mann schnappt, der ihr unter die Finger kommt. Ich glaube wirklich, dass sie völlig wahllos ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Arlette Ihnen nicht sonderlich sympathisch ist. Aber nein, im Gegenteil. Darum ist sie ja noch hier. Alle Männer, die kommen, sind scharf auf Sie. Herr Kommissar, ganz unter uns gesagt, ich will Ihnen nichts Übles nachreden, aber sie ist verrückt. Wieso denn das? Naja, wie soll man es sonst nennen? Sehen Sie, die Mädchen bestellen immer Whisky. Und wir servieren ihnen kalten Tee. Der Gast zahlt ja sowieso und es ist auch viel besser für ihre Gesundheit. Arlette nicht, die will immer nur Whisky. Das ist schon wie eine Sucht. Es kann doch sein, dass sie sich damit interessant machen will, nicht wahr? Wozu, Herr Kommissar? Die meisten Gäste sind doch in Wirklichkeit auf was ganz anderes aus. Oder nicht? Das hätten wir. Und geben Sie mir noch 24 von dem Rosé. Ah gut, 2 Ja, Dutzend, schicken Sie ihn ganz schnell. Fred! Ja?
Ach, Kommissar Maigret. Sieh mal an, wir beide haben uns ja eine Weile nicht gesehen. Ja, ja. Ich war ja auch nicht erst gestern in deinem Lokal. Ist irgendwas? Du hast nicht zufällig zwei Männer gesehen. Der eine groß und blond, der andere etwas kleiner, gedrungen, hat ziemlich graue Haare. Das würde auch auf mich passen. Ja, mehr oder weniger. Warten Sie mal. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Sag mal, wie viele Mädchen arbeiten eigentlich in deinem Lokal? Drei. Betty, eine Kubanerin, Alette ist Französin und Tanja Tamirov, eine Russin. Das bin ich ja selbst auch. Ein Russe. Kennst du vielleicht einen gewissen Oskar? Um zu mir ins Picard zu gehen, braucht man keinen Pass vorzuzeigen. Verstehen Sie? Und dann mein Namensgedächtnis. Tja, na dann auf Wiedersehen, mein Lieber. Auf Wiedersehen. Einen Augenblick noch, Herr Kommissar. Ja. Also ich habe keine Ahnung, wen oder was Sie bei mir gesucht haben. Ich habe mal Dummheiten gemacht, dass es war. Ja, das wissen wir. Ich bin verurteilt worden und habe bezahlt. Das weiß ich auch. Dann sind wir quitt. Das eine müssen Sie wissen. Seitdem ich das Picard habe, ist bei mir nichts mehr gelaufen. Damit ist Schluss. Arlette ist ermordet worden. Was? Sie ist heute früh tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Jemand hat sie erwürgt. Machen Sie doch nicht wieder alles kaputt. Was soll denn die Frage sein? Verschwinden! Los, nicht so! Was soll denn das? Also was ist? Wissen Sie irgendwas? Was soll ich sagen? Ich bin doch nur die Portiersfrau. Naja, und ich weiß auch nicht mehr als jeder andere über Fräulein Alette. Es war immer ziemlich spät, wenn sie fortgegangen ist, und da habe ich schon geschlafen. Und wenn ich aufgestanden bin, dann... Hat Arlette noch geschlafen? Wie lange wohnt sie denn hier im Haus? 2 Jahre. Hat sie oft Männerbesuche gehabt? Nein, wie kommen Sie darauf? Hier sind nur anständige Mieter, glauben Sie mir. Sie werden entschuldigen, aber ich muss weitermachen. Es ist alles liegen geblieben heute früh. Also mit einem Wort gesagt, Sie haben keinen Menschen gesehen, nicht wahr? Nein, habe ich auch nicht. Ach ja, ein älterer Herr ist mal da gewesen. Na ja, er war auch nicht mehr der Jüngste. Wahrscheinlich irgendein Verwandter. Ach, Sie sind hier Chef? Janvier. Sie sind noch nicht weg? Ja, sehen Sie mal diesen Zug um 11.22 Uhr. Den habe ich leider nicht mehr bekommen, aber vielleicht erwische ich den um 18.33 Uhr. Und da bin ich eben noch ein bisschen hier geblieben, um den armen Lognon zu unterstützen. Lognon? Ja, der braucht nicht bloß Unterstützung, der braucht auch noch was anderes. Und zwar einen neuen Kopf, glaube ich. Jetzt werden Sie doch bloß nicht boshaft. Was haben Sie denn gegen ihn? Also Ihre Witze bekommen auf die Dauer auch einen immer längeren Bart. Ja, übrigens ist die Staatsanwaltschaft schon da gewesen. Ja, ja, aber die sind schon wieder fortgegangen und der Erkennungsdienst ist auch fertig. Sie gehen jetzt ganz schnell zu Lognon und sagen ihm, dass er sofort alle Kneipen in der Umgebung durchsuchen soll. Er muss versuchen rauszubekommen, wo Arlette verkehrt hat und mit wem. Mach ich sofort. Danke. Wiedersehen. Sie haben vorhin gesagt, sie hatte keine Männerbesuche. Aber trotzdem hat sie von der Liebe gelebt. Von irgendwas muss sie ja schließlich gelebt haben. Sicher? Sicher. Also mir scheint, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann. Danke. Der arme Lognon wird uns noch sterben vor Kummer. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass Arlette heute noch am Leben sein würde, wenn er die Anzeige des Mädchens ernst genommen hätte. Tatsache ist, dass der liebe Lognon wieder einmal seine Minderwertigkeitskomplexe nicht loswerden kann. Und darum überhäuft er sich mit Selbstvorwürfen. Dabei ist das doch ganz einfach. Dieser Oskar, oder besser die beiden Ganoven aus dem Picard, sind darauf gekommen, dass die Kleine sie bei der Polizei verpfiffen hat und räumten sie aus dem Weg. Herr Kommissar, Entschuldigung, Ihre Verbindung mit Granville. Entschuldigung, meine Frau. Ja. Ja, hallo? Wer spricht da bitte? Würden Sie mich liebenswürdigerweise mit meiner Frau verbinden? Hier spricht Kommissar Maigret. Das tut mir wirklich sehr leid, aber Kommissar Maigret ist bis jetzt noch nicht eingetroffen, wissen Sie? Na, selbstverständlich weiß ich, dass ich nicht angekommen bin, denn ich spreche ja gerade mit Ihnen hier aus Paris, also... Bahnhof gefahren, um Ihren Mann abzuholen. Er kommt gerade mit dem Zug. Na, fabelhaft. Und wann kann sie zurück sein? Ich doch zum Bahnhof. Ach, Sie verstehen auch immer bloß Bahnhof, was? Also, wenn Madame zurückkommt, dann sagen Sie ihr, dass ich noch hier bin, dass ich dienstlich aufgehalten worden bin. Jedenfalls noch im Augenblick. Was achten Sie sonst
Jedenfalls augenblicklich noch. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank. Danke sehr. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Wirklich nicht. Nein, danke. Ich kann nicht begreifen, warum sie das eigentlich gemacht hat. Ist was mit Ihrer Frau? Ich rede doch nicht von meiner Frau, ich spreche über Arlette. Warum hat sie uns erzählt, dass am Nebentisch diese zwei Männer gesessen haben sollen? Das stimmt überhaupt nicht, was? Im Picard nicht. Nein, da war niemand. Da bin ich ziemlich sicher, weil Fred Alfonsi und seine Frau doch das größte Interesse haben müssten, zu sagen, dass sie da gewesen sind. Offenbar waren sie nicht da. Ja, richtig, Fred Alfonsi. Glauben Sie etwa, dass Fred Alfonsi... Ich glaube noch gar nichts, gar nichts. Tatsache ist nur, dass Arlette gesagt hat, der eine von den beiden Männern war ziemlich stämmig und hatte graumelierte Schläfen. Chef, was Neues? Die Gräfin. Ja, am Place Toulouse. Nicht mal 200 Meter von dem anderen entfernt. Gräfin von Farnheim. L'Oignon ist bereits hingefahren. So, also, dann wollen wir mal. Du, zahl mal. Alles zusammen, auf eine Rechnung. Was meinen Sie? Das Ganze? Ja, selbstverständlich das Ganze. Das geht auf Repräsentationsspesen. Na, dann guten Appetit. Und vergiss nicht zu zahlen. Ich werde es schon noch schaffen. Tja, sie war süchtig. Die müssen nach irgendwas gesucht haben. Sogar die Matratzen haben sie durchwühlt. Was meinst du, Maigret? Chef, hier ist die Portiersfrau. Guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie mal, hat die Gräfin allein gelebt? Ja, ganz allein. Sie war so eine, die nicht mal eine Putzfrau haben wollte. Wieso, ist sie denn menschenscheu gewesen? Oder hat sie viel Besuch gehabt? Nur ein junger Mann. Der ist manchmal gekommen. Das soll ihr Neffe gewesen sein. Sind Sie sicher, dass Sie jeden gesehen haben, der hier rein oder rausgegangen ist? Man kann ja nicht alles gleichzeitig... Aber natürlich, ist ja logisch. Danke, das genügt mir. Ah, da kommt schon Dr. Baski. Ja. Guten Tag, Doktor. Na, Doktor? Ja, das Erwürgen von Frauen scheint in letzter Zeit mehr in Mode gekommen zu sein. Dann wollen wir nur hoffen, dass es genauso schnell vorübergeht wie jede Mode. Ihr Urlaub war ja sehr kurz. Ja, leider, wissen Sie. Paris lässt mich nicht los, das ist nun mal so. Dr. Baski? Kommen Sie bitte mal. Na, da wird mir ja nichts anderes übrig bleiben. Sind wir mit dem ganzen Möbelkram fertig? Mhm. Das war alles, ja? Ja. Kommen Sie rein, Doktor, bitte. Was ist mit dem Morgenrock hier? Nehmen Sie den lieber auch mit dazu. Mhm. Sieht genauso aus wie der von Arlette. War es derselbe Täter? Das ist nicht mit Bestimmtheit festzustellen. Auch nicht, wenn man die Druckstellen miteinander vergleicht. Dieses Verbrechen hier wurde doch vor dem anderen verübt, nicht wahr? Ja. Ich würde sagen, ein paar Stunden vorher. Das war's also. Als Arlette heute Nacht bei der Polizei war, um zu erzählen, dass irgendein Verbrechen geschehen wird, war die Gräfin bereits ermordet. Chef, können Sie mal kommen? Hier sind einige Fotos. Das ist der wahre Luxus. Die muss ganz schön reich gewesen sein. Vielleicht ist sie da sogar noch immer. Na, dafür kann sie sich auch nichts mehr kaufen. Ist Ihnen noch was eingefallen? Ein Arzt ist öfter gekommen. So, war sie krank? Nein, das nicht. Und soviel ich weiß, ist der Arzt zweimal in der Woche zur Gräfin gekommen. Und wissen Sie vielleicht auch den Namen des Arztes? Dr. Blaine. Was, Sie verdächtigen mich, Rauschgifthändler zu sein? Nicht aufregen, Doktor. Sie wissen ja, ist schlecht fürs Herz. Wenn Sie tatsächlich so bewandert in medizinischen Dingen sind, dann müssten Sie wissen, dass, wenn man Kranken oder aber auch Süchtigen gewaltsam das Morphium entzieht... sehr leicht zusammenbrechen. Eben das. Und sie ist immer allein gewesen. Nur aus diesem Grund habe ich mich veranlasst gesehen, der Gräfin einige Morphiuminjektionen zu geben, als sie es sich nicht mehr besorgen konnte. Ihr Gewissen als Arzt hat sie also veranlasst, so zu handeln, nicht wahr? Ja, so ist es. Ich begreife bloß nicht, warum Sie diese Fragen nicht der Gräfin stellen.
Weil sie die wohl kaum beantworten würde. Aber wieso nicht? Weil sie tot ist, erwürgt. Hm? Wollen Sie nicht wissen, wer der Mörder ist? Nein. Aus der Art und Weise, wie Sie mich vernehmen, sehe ich, dass Sie den Mörder noch nicht kennen. Ah, ich habe Sie schon erwartet. Kommen Sie weiter. Wir machen das sofort. Also, wenn Sie glauben, dass ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, ich werde mich gern zu Ihrer Verfügung halten. Danke vielmals. Sehr freundlich von Ihnen. Auf Wiedersehen. Sie haben alles gehört? Ja, alles. Das hier ist von der Gräfin. Und hier haben wir Alette. Habt ihr vielleicht zufällig bei Alette irgendwas gefunden, was sich auf einen gewissen Albert bezieht, soviel ich weiß, Pressefotograf? Nichts. Nein. Herr Janvier, Sie besorgen mir diesen Albert. Ja, sofort, Chef. Ich will ihn sprechen. Ich weiß, wo ich den auftreibe. Übrigens habe ich was gefunden. Der Personalausweis, den Alette hatte, gehört nicht ihr, sondern jemand anderem. Die echte Micheline Menuisier ist Sekretärin beim Bürgermeister von Rambouillet. Und dann verteilen wir am besten ein paar von den Fotos an die Zeitung und geben dazu eine entsprechende Information. Vielleicht erfahren wir dann den richtigen Namen. Chef, die Gräfin hatte als junges Mädchen den Namen Madeleine Leland. Hier sind einige Briefe von Verehrern aus dieser Zeit, Fotografien, Karten, Kleider aus den Jahren 37, 38. Sie war in Monte Carlo ziemlich bekannt. Das hier haben wir vorhin schon gesehen. Ja. Das muss der Graf sein. Mit Hörnern muss der ganze Tor sein. Ja? Augenblick. Für Sie, Kommissar Lognon ist dran. Ja. Legen Sie es zu mir rüber. Kleinen Moment noch, er ist in seinem Büro. Die meisten haben Alette wiedererkannt, ja. Auch in verschiedenen kleinen Hotels, rund um Pigalle. Und immer mit demselben Mann? Manchmal ja und manchmal nein. Und diese Informationen sind zuverlässig? Also wirklich, du kannst einem aber auch ein Loch in den Bauch fragen. Simon, gib mir mal die Hotelliste. Da. Jetzt habe ich sie hier. Hotel du Berry, Rue Blanche, ja. Da ist sie immer mit demselben gewesen. Er war nicht sehr groß, ziemlich kräftige Figur und kaum meliertes Haar. Und wann ist sie das letzte Mal da gewesen? Wann sie das letzte Mal da gewesen ist? In der letzten Woche am Freitag. In der vorigen Woche am Freitag war das. La Pointe! Um welche Zeit ist das gewesen? Sie waren da vom frühen Nachmittag bis immerhin 9 Uhr abends. Da kann man nichts machen. Sie haben mich gerufen. Mhm. Du nimmst dir das nächste Flugzeug und fliegst nach Nizza. Ja, Chef. Im Flugzeug? Natürlich im Flugzeug, oder willst du mir etwa erzählen, dass du vom Fliegen Angst hast? Nein, ich habe nur meiner Mutter versprechen müssen, wissen Sie, dass ich niemals fliegen werde. Ja. Ja, das kenne ich. Das ist genau die Sorte von Versprechen, die man doch niemals halten kann. Ja. So, und jetzt hör mir mal zu, mein Junge. Du wirst also nach Nizza fliegen und dich dort erkundigen, unter welchen Umständen dieser gewisse von gestorben... Von Farnheim. Genau, Farnheim. Den habe ich gemeint, ja. Frag zuerst in seiner Umgebung, wie er gewesen ist und was er gemacht hat. Alles, was für uns wichtig ist. Und sieh zu, dass du morgen früh wieder hier bist. Was, morgen früh schon? Sie meinen wieder mit dem Flugzeug? Na, wie denn sonst? Oder willst du vielleicht per Anhalter zurückkommen? Nein, nein. Das war nicht so gemeint. Ach, Chef, darf ich Sie mal was Persönliches fragen? Natürlich. Würden Sie mit dem Flugzeug verreisen? Niemals. Na, bitte? Weißt du, das liegt aber nur daran, dass Madame Grace absolut nicht leiden kann, dass ich mich so in die Lüfte... Ja, auch meine Frau. Also gestern aber wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Also gute Reise. Morgen Danke. Früh bist du wieder da. Ja, natürlich. Ich habe was auf diesem Foto gefunden. Sieh mal an. Nicht jeder von uns hatte auch alle zwei Seelen in ihrer Brust, die sich gegenseitig bekämpften. Das ist doch kein Wunder. Sehen Sie doch mal das hier. Wer ist denn dieser Junge? Albert Maritain von der Agentur France Presse. Ich kenne ihn nämlich. Ach, richtig, das ist ja der, hinter dem wir her sind, fabelhaft. Ja? Was ist das? Ach ja, die Informationen über Fred Alfonsi. Mhm. Alfonsi. Mhm. Mhm. Da haben wir Schlägereien, Körperverletzungen, eine Verurteilung wegen schwerer Kuppelei, versuchter Totschlag. Und wegen der Sache habe ich ihn damals verhaftet. Mhm. Sieh mal an, und damit endet sein Strafregister. Verheiratet mit einer... Ah, und jetzt wird's langsam romantisch. Er heiratet eine gewisse Nicole Donjewski, ein leichtes Mädchen. Das war vor 10 Jahren. Und eröffnet mit ihr ein ehrbares Restaurant. Und aus Madame wird ein wahrer Engel. Dieser Engel ist das beste Geschäft, das der Junge hier gemacht hat.
Und die beiden haben es wirklich ganz schön weit gebracht. Durch harte Arbeit hat Nicole das Picrat hochgebracht. Natürlich ist das Geschäft auf den Namen ihres Mannes eingetragen, auf Fred. Eine schöne Morgengabe. Und seitdem liegt nichts mehr gegen ihn vor. Beim Pferderennen ist er öfter zu sehen, aber sonst... Nein, es liegt wirklich nichts gegen ihn vor. Genauso wenig gegen Nicole. Hübsche Karriere, nicht? Ja, er kann zufrieden sein. Nein, ist gar nichts. Und noch ein Wurf. Ah! Was für eine Überraschung, Herr Kommissar. Guten Abend. Das hat ja in unserem Viertel eine ganz hübsche Aufregung gegeben. Was denn? Ich meine, die Gräfin. Aha. Nö. Ja, bitte. Champagner oder Whisky? Nein. Cognac. Bitte sehr. Ach, André, würdest du dem Herrn Kommissar vielleicht erzählen, wer gestern hier nebenan gesessen hat? Nein, nein, da hat niemand gesessen. Hast du hier irgendwann zwei Männer bemerkt? Einen großen, blonden, zusammen mit einem anderen, der etwas kleiner war. Mit schon ziemlich grauen Schläfen. Er soll mir etwas ähnlich sehen. Sie machen das wirklich ganz ausgezeichnet. Sie wären ein guter Polizist geworden. Also? Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Die beiden waren bestimmt nicht hier. Ich meine, die beiden Herren waren nicht hier. Ich kann mich jedenfalls nicht an Sie erinnern. Einen Cognac wünschte der Herr. Einen Cognac. Sofort. Ach, meine Frau. Herr Kommissar, hübsch, dass Sie uns mal besuchen. Ich will hoffen, dass ich Ihnen nicht lästig falle. Ich nehme an, dass Sie mal mit den Mädchen sprechen wollen. Betty ist gerade gekommen. Mhm. Entschuldigen Sie einen Moment. Bist du nicht Sotorel, der für die Mädchen die Kunden an Land zieht? Ich bin der größte Aufreißer von ganz Pigalle. Treten Sie doch ein, meine Herren, und bewundern Sie die hübschesten Mädchen aus ganz Paris. Sie werden sich bei uns vorkommen wie im Paradies. Also treten ja, Sie ein. Ja, das ist fabelhaft. Sag mal, hast du Alette gesehen, als sie heute früh gegangen ist? Ich glaube, ja. Wurde sie draußen von irgendwem erwartet? Am Pigalle? Um die Mädchen abzuschleppen, stehen die Männer hier doch Schlange. Also von Mann zu Mann. Sie haben wohl niemals Schlange gestanden, was? Wenn ich deiner Kodderschnauze eine klebe, vermindert sich dein Redeschwall um die Hälfte. Dann bin ich nur noch die Hälfte. Darf ich vielleicht Kommissar Maigret fragen, wo ich dann meine andere Hälfte finden kann? Ich sehe, du hast ein sehr ausgeprägtes Gefühl für Humor. Naja, es kommt drauf an. Übrigens, morgen bin ich in Longchamp. Ich weiß zwei prima Pferde. Wollen Sie nicht mehr wetten? Also, wo drückt der Schuh? Hat Alette dich niemals gebeten, ihr Koks zu besorgen? Was denn für Koks? Glauben Sie vielleicht, ich bin Kohlenhändler geworden? Wenn mich jemand sowas fragt, schicke ich ihn in die Apotheke. Alette war auch gar nicht der Typ für sowas. Sie hat gesoffen, das war's. Weißt du sonst noch was über sie? Ich weiß nur, dass sie ein sehr hübsches Mädchen war. Sie war nicht sehr wählerisch. Ich habe niemals mit ihr geschlafen. Hast du vielleicht etwas von einem gewissen Oscar gehört? Oh, ich gehe schließlich viel ins Kino. Wer wird ihn denn diesmal bekommen? Ich glaube, du brauchst wirklich mal eine kleine Abkühlung. Nein, lieber nicht. Ich habe nämlich schon Rheumatismus. Also Scherz beiseite. Ich weiß, was für eine leichte Hand Sie haben. Übrigens sind Sie stärker. Jetzt mal ernsthaft. Ich weiß wirklich überhaupt nichts. Glauben Sie mir. Ich hänge viel zu sehr am Leben, um in ein Wespennest reinfassen zu wollen. Und gestern Abend hat mir eine Handlinienleserin gesagt, dass ich noch sehr lange leben werde. Kommissar. Dem dürfen Sie kein Wort glauben. Der lügt das Blau auf dem Himmel runter. Dafür ist er ja engagiert. Aber entschuldige, Fred, Alette ist schließlich mit jedem ins Bett gegangen. Warum also nicht mit ihm? Hat sie eigentlich niemals was von ihrer Familie erzählt? Nein, das hat sie nicht. Das eben zeigt ihr ihren Charakter. Ein Mädchen, das sich mit allen rumtreibt, aber sowas wie Liebe hat sie nie gekannt. Ja, ja, das haben Sie mir heute Morgen schon gesagt. Ich verstehe. Kommen Sie ruhig weiter, Herr Kommissar. Es ist wirklich nicht zu glauben. Auf der Bühne im Lokal zieht sie sich vor allen aus, aber wenn sie wieder in der Garderobe ist, spielt sie die Unnahbare. Der Herr Kommissar ist hier, um was über Alette zu erfahren. Mhm.
Sie sind Kubanerin? Ja. Ja, und Arlette, schminken Sie sich doch ruhig weiter dabei. Waren Sie eigentlich mit Arlette befreundet? Wir sind Arbeitskollegen gewesen. Hat sie Ihnen mal was erzählt, vielleicht irgendwas aus Ihrer Vergangenheit? Nein, niemals. Oh, da kommt gerade Tanja. Darf ich vorstellen, Kommissar... Maigret. Ja, ja, ich weiß schon. Haben Sie was dagegen, wenn ich mich umziehe? Nein, ich bin schon voll hier. Sagen Sie, war Arlette in irgendwen verliebt? Tja, in Albert vielleicht. Albert, der Eifersüchtige. Als sie gestern Abend weggegangen ist, da war sie ziemlich niedergeschlagen. Und da habe ich sie gefragt, warum. Und da hat sie geantwortet, dass es ganz von ihr allein abhängt. Dass alles anders wird. Da habe ich gefragt, was denn? Darauf hat sie geantwortet, alles. Alles. Ich habe alles satt. Ich kann einfach nicht mehr. Warum sagst du eigentlich dem Kommissar nicht, dass sie betrunken war, wie immer? Ich habe das Gefühl, dass ihr sie genauso wenig leiden könnt wie Madame draußen. Genau. Und warum? Ich konnte sie nun mal nicht ausstehen. Vielleicht, weil euer Chef sie leiden konnte. Sowas habe ich niemals gesagt. Nein, das ist auch nur eine Schlussfolgerung. Ist doch klar, unser Chef ist eben der Chef. Auch wenn das nicht im Vertrag steht. Der braucht keine Erlaubnis, wenn er irgendwas will. Und übrigens ist er ein sehr gut aussehender und sympathischer Mann. Und weiß die Chefin was davon? Sie hat ja schließlich Augen. Und sie hat nie was gesagt? Nein. Dann ist sie entweder nicht eifersüchtig oder sie hat Angst, was zu sagen. Tja, wenn eine Frau 10 Jahre älter ist, ist das nicht so einfach. Darf ich mal? Entschuldigen Sie. Draußen sind Journalisten und Fotografen. Sehen Sie, Reklame für Ihr Lokal und das noch umsonst. Na, fabelhaft. Die wollen zu Ihnen. Nein, nein, ich bin ja auch gar nicht mehr hier. Aber man wird Sie bestimmt sehen, wenn Sie durchs Lokal gehen. Muss ich eben hier raus. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Nein, nein, du musst mitkommen. Ich habe noch mit dir zu reden. Sag mal, Fred, weiß deine Frau von deinen Beziehungen zu Arlette? Ach, wenn sie etwas nicht weiß, dann erfindet sie es eben und trifft meistens den Schwarzen. Und deshalb hast du dich mit ihr im Hotel du Berry getroffen? Ja, das ist wahr. Wir konnten uns nur heimlich treffen. Meistens am frühen Nachmittag. Sehr oft? Nicht oft genug. Wie kommt es eigentlich, dass du so an Arlette hängst? Sicher deshalb, weil sie sich nicht viel aus mir gemacht hat. Manchmal habe ich stundenlang auf sie gewartet. Und oft ist sie nicht mal gekommen. Das letzte Mal seid ihr am Freitag zusammen gewesen, nicht wahr? Ja. Wie immer kam sie zu spät und ich dachte schon, dass sie auch diesmal nicht kommt. Stellen Sie sich das mal vor, Kommissar. Ein Mann wie ich wartet stur in einem Hotelzimmer. Weißt du, wie spät es ist? Nein. Das interessiert mich nicht, mein Lieber. Woher kommst du? Wo bist du gewesen? Das geht dich überhaupt nichts an. Beantworte meine Frage. Dann gehe ich eben. Du sollst mich gehen lassen. Nein. Ich kann nicht mehr ohne dich leben, Arlette. Du bist die erste Frau, der ich so etwas sage. Bitte, Arlette, versuch mich doch zu verstehen. Pour toutes, je fais ce qui me plaît. D'accord. Maintenant, tu vas me dire où tu étais. Avec qui? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Je te le répète, ça te regarde pas. Arlette, j'ai beaucoup réfléchi. On peut pas continuer comme ça. Ah bah pour une fois, nous sommes d'accord. On pourrait s'en aller, toi et moi. S'en aller? S'en aller où?
Je ne sais pas. Où tu voudras. Qu'est-ce que tu crois que ça changerait? On peut aller n'importe où, toi et moi, nous resterons malheureusement ce que nous sommes. Moi, une putain. Et toi, un maquereau. Oh! Kann es denn sein, dass sie von jemand erpresst wurde? Ich weiß nicht. Zum Beispiel dieser Albert, der kleine Fotograf, von dem mir deine Frau erzählt hat. Das ist nicht der Typ für sowas. Weißt du zufällig, wie die beiden sich kennengelernt haben? Das war vor ein paar Monaten. Albert ist eines Abends ins Picard gekommen. Wenn Sie sich setzen wollen, ich habe noch einen guten Tisch. Nein, nein, danke. My dear, really, she's lovely. Ist wirklich gut. Und bei der wird auch nur mit Wasser gekocht. Aber darauf fallen sie alle rein. Bitte entschuldigen Sie, ist das dein Fotoapparat? Ja, natürlich. Das ist bei uns verboten. Ich bin aber doch Berufsfotograf. Warum hast du ihm gleich den Apparat zerschlagen? Ich will nicht, dass er auf Kosten meiner Mädchen Geschäfte macht, verstanden? Aber bei Betty hat er das auch gemacht. Bei Tanja. Warum hast du da nichts gesagt? Du hast dem Fotografen sogar noch was zu trinken angeboten. Ja, das stimmt. Was zu viel ist, ist eben zu viel. Was stehst du hier rum? Mach, dass du rauskommst, du Trottel! So einen Bengel einfach reinzulassen. Sag mal, was ist denn heute mit dir los? Gar nichts. Lass mich zufrieden. Fred, sag mir doch die Wahrheit. Du weißt genau, wie sehr du dich verändert hast. Seit 2 Jahren bist du ganz anders geworden. Na sicher. Ich bin genau 2 Jahre älter geworden. Manchmal frage ich mich ernsthaft, ob du das Leben mit mir zusammen nicht langsam über hast. Also du redest einen Quatsch. Bitte. Du brauchst wirklich nur ein Wort zu sagen. Und ich werde eben gehen. Ich kann dir nur sagen, du bist verrückt. Wenn du eine andere Frau liebst. Wirklich, es ist besser, wenn du es mir sagst. Bitte sag es mir. Also rede doch nicht solchen Unsinn. Mein Schatz. Eine Ewigkeit ist es her, dass du sowas gesagt hast. Ja, sieh mal, das sind eben die Sorgen im Geschäft. Ach, weißt du, jetzt kann ich es ja sagen. Ich habe an dir gezweifelt. Ich hatte Angst um unsere Liebe. Ich hatte furchtbare Angst. Von diesem Abend an wurde Albert unser ständiger Gast. Er gehörte sozusagen schon fast zum Mobiliar des Lokals, wie meine Frau sagte. An und für sich war er ein netter Junge. Und von diesem Oscar hast du wirklich keine Ahnung? Oscar? Welcher Oscar? Ich kenne niemanden mit dem Namen.
Wenn du zu tun hast, lass dich nicht aufhalten. Danke. Nein, das geht auf meine Rechnung. Und sowas nehme ich auf Repräsentationsspesen. Mhm. Dann vielen Dank. Mhm. Gute Nacht. Kaffee mit Milch? Nein. Oh, no, no. C'est déjà fait. Duvonné. Hat er was für mich hinterlassen? Nein, bei mir nicht. Das war ein Mist. Na danke, ich komme da nochmal. Wer ist das? Wer denn? Dieser Jüngling, der mit Ihnen gesprochen hat. Ich kann solche Fragen nicht leiden und Ihr Gesicht gefällt mir auch nicht. Das ist wirklich schade. Gefalle ich Ihnen jetzt besser? Ach so, Entschuldigung. Also dieser Junge, ich weiß nicht mal, wie er heißt, der kommt manchmal mit dem Rausschmeißer vom Picrat her. Mit Sotterell also? Stimmt, genau. Er hat mich gerade gefragt, ob Sotterell hier irgendwas für ihn deponiert hat. Hm. Jawohl. Guten Tag, Herr Kommissar. Ich bin Albert Mariton. Ja. Mir wurde gesagt, dass Sie mich sprechen wollen. Das ist wahr, aber nicht gerade jetzt. Man hat mir gesagt, dass Sie sehr großen Wert drauf legen und ich sollte in Ihrem Büro warten. Ja, schon gut, schon gut. Ich bin gleich zu Ihnen gekommen, weil ich heute später keine Zeit mehr habe. Ich bin Fotograf, verstehen Sie? Haben Sie einen Wagen hier? Ja. Wo steht der? Der rote da. Ja, jetzt kommen Sie. Das immer, wenn man es eilig hat? Dann versuchen Sie es doch noch mal, schnell! Also los jetzt, Gas, hinter dem Taxi her. Sagen Sie mal, ist es wahr, dass Sie Alette gekannt haben? Sie waren befreundet und sie hat Ihnen vertraut? Ja, sicher. So kann man es nennen. Und sie hat Ihnen niemals erzählt, wie sie auf die schiefe Bahn gekommen ist? Das ist es ja gerade. Jedes Mal, wenn ich davon angefangen habe, hat sie das Thema gewechselt. Sie ist wohl meistens ziemlich unausgeglichen gewesen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Manchmal war sie eine ganz andere. Wie umgewandelt. Und es hat Augenblicke gegeben, da war sie sehr glücklich. Das ist immer dann gewesen, wenn wir zusammen irgendwo aufs Land rausgefahren sind. Ach, sieh doch mal die Wolken. Sie sehen wie Schiffe aus. Schiffe? Mhm. Sicher sind kleine, hübsche Engel als Steuermänner an Bord. Wieso denn? Ich habe immer gedacht, dass Engel fliegen können. Oh, sei doch nur nicht so zynisch, ja? Als ich klein gewesen bin, habe ich immer versucht, Menschengesichter in den grauen Wolken zu finden. Und einmal sind die Wolken so ulkig gewesen, dass sie genauso komisch ausgesehen haben wie Onkel Stefan, der Notar. Dein Onkel ist also Notar? Nein. Warum sagst du denn sowas? Du hast ja recht, ich bin verrückt, aber ich fantasiere nun mal zu gern. Wie schön das hier ist, das viele Licht. Ich kann nämlich die Nächte in Wirklichkeit gar nicht leiden. Es ist schon fast dunkel, weil ich erst abends aufstehe. Und wenn ich morgens schlafen gehe, ist es immer noch dunkel. Arlette, wollen wir nicht zusammen von hier wegfahren? Man hat mir eine gute Stellung in Spanien angeboten. Wenn du willst, können wir beide sofort losfahren. Wenn es ginge. Aber warum nicht? Niemand hält dich zurück. Wir sind doch freie Menschen. Wir beide können machen, was wir wollen. Wo willst du hin? Arlette! Arlette! Bitte sag mir doch, was du hast.
Nichts, gar nichts, mein Liebster. Es ist eben nur völlig unmöglich. Es ist unmöglich, glaub mir. Sie machte gestern einen so nervösen Eindruck und war bedrückt, wie ich sie noch niemals gesehen habe. War sie vielleicht etwas betrunken? Das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gewesen ist. Sie war gestern überempfindlich und sehr gereizt. Da ist er wieder. Moment, erst mal warten. Er soll erst mal wenden. Kriminalpolizei, ich brauch Sie mal. Und kommen Sie doch bitte mit. Klar. Kommen Sie bitte mit, sofort. Warum denn? Verstanden? Kommen Sie schon, machen Sie keine Geschichten. Also. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Wieso haben Sie mich denn verhaftet? Reg dich ab, reg dich ab. Erzähl mir erst mal, wo du hinfahren wolltest. Ich meine vom Gare du Nord. Das steht doch auf der Fahrkarte. Können Sie nicht mal lesen? Das dürfen Sie doch gar nicht. Psst. Halt den Schnabel und antworte. Ich wollte nach Rambouillet, und zwar für den Doktor. Na? Ja, sicher. Ich bin bei ihm in Behandlung. Nervöse Depressionen. Wer hat dir gesagt, dass du dich hinsetzen darfst? Soll ich vielleicht die ganze Nacht überstehen? Wollen Sie mich damit fertig machen? Hast du die Gräfin eigentlich gut gekannt? Wir waren befreundet. Hat sie dich vielleicht auch ausgehalten? Ist das vielleicht verboten? Das nicht. Aber der Gebrauch von Rauschgift ist verboten. Das wenn man es verkauft? Nein, nicht nur. Auch wenn man es kauft. Oh. Sag mal, seit wann trägst du dieses Zeug eigentlich mit dir rum? Oh, das habe ich vergessen. Hm. Weißt du zufällig, ob die Gräfin Schmuck hatte? Ich heiße Hase und wohne im Wald. Da wirst du dir auch gleich gefallen lassen müssen, dass ich dir die Ohren lang ziehe. Wer hat das Rauschgift für die Gräfin besorgt? Ich weiß nicht. Ich schwöre sie. Hast du bei ihr im Haus mal einen Mann gesehen? Etwa 40, breite Schultern und schon etwas graumeliertes Haar. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Aber vielleicht kennst du zufällig einen gewissen Oskar. Oskars gibt's eine Menge. Ah, ja. Du aus? Ja. Simon, unser Kleiner hier hat sein Gedächtnis verloren. Die Durchblutung im Kopf muss schlecht sein. Nimm ihn ein bisschen mit raus an die frische Luft und bring ihn nachher wieder wohlbehalten. Natürlich, Chef. Rührt mich nicht an, lasst mich los! Nein! Nicht! Ich bin unschuldig! Ja, ich zeige euch alle an! Geschichte. Jetzt halt endlich deinen Mund und mach, dass du rauskommst! Die werden schon sehen, was raus, ich davon habe! Das kommt euch heuer zu sehen! Loslassen! Lasst mich los! Ich habe so, und jetzt werden wir einen kleinen Ausflug machen. Und zwar nach Rambouillet. Ja. Ja, natürlich, das ist mein Name. Und auch das Geburtsdatum ist richtig. Bloß das Foto stimmt nicht. Sehen Sie sich das nochmal in aller Ruhe an, Mademoiselle Menezier, und sagen Sie mir, ob Sie das Mädchen vielleicht kennen. Nein, ich habe sie noch niemals gesehen. Absolut sicher. Ja. Sie kennen sie auch nicht aus Zeitungen, denken Sie mal nach. Nein. Nein? Also dann werde ich Sie mal informieren. Diese Fotografie, die Sie eben gesehen haben, zeigt eine gewisse Alette, die gestern früh leider erwürgt aufgefunden worden ist. Was sagen Sie nun? Oh. Ist das wahr? Sie ist erwürgt worden? Aber warum denn? Beantworten Sie erstmal meine Fragen.
Sie haben Alette also Ihren Ausweis gegeben, nicht wahr? Dieser Ausweis gehört doch Ihnen. Ja. Und warum? Was soll das? Wollen Sie mir nicht antworten? Wir sind zusammen zur Schule gegangen und befreundet gewesen. Sie hat das Leben in der Provinz von Anfang an langweilig gefunden. Immer wollte sie nach Paris. Ihre Eltern waren dagegen und weil sie noch nicht mündig war, habe ich ihr meinen Ausweis gegeben. Aus was für einer Familie kommt sie? Ach, wissen Sie, die sind alle ziemlich spießig. Der Vater ist ein Waschlappen und die Mutter dafür umso härter und unduldsamer. Sie war sehr streng zu ihr. Und sie konnte mit Annemarie, ich meine Alette, sie ist mit ihr niemals richtig fertig geworden. Und was war mit Oskar? Oskar? Ja, Oskar, wer ist das denn? Hat er sie vielleicht erwürgt? Das Fragen wollen wir doch mir überlassen. Oskar, Oskar Serai, der Physiologe. Und wie sieht der Mann aus? Er ist groß und blond, circa 30 Jahre. Nein, der Mann, den wir suchen, ist ungefähr mittelgroß, hat breite Schultern und ziemlich graumeliertes Haar. Wissen Sie, durch meine Arbeit hier im Gemeindeamt kenne ich eigentlich so gut wie alle Leute, die in Rambouillet wohnen. Also nach Ihrer Beschreibung, ja sicher, das könnte der Wirt vom Goldenen Löwen sein. Also ich möchte annehmen, unser Mann muss schon etwas gepflegt sein. Oh, dann kann er es nicht sein, der sieht beinahe aus wie ein Mehlsack. Mhm. Oh. Ach ja, warten Sie mal, da ist noch Monsieur Bonvoisin. Das ist ein sehr merkwürdiger Mensch, über den wird im Ort auch ziemlich viel geredet. Frauen? Das kann man wohl sagen. Außerdem ist er auch jähzornig. Aber der Mann heißt doch nicht Oskar. Nein. Bon voisin. Joseph Amadé Oskar. Der dritte Name. Und nun Neues vom Sport. Heute Nacht verteidigt im Madison Square Garden der Meister aller Klassen zum 5. Mal seinen Weltmeisterschaftstitel im Schwergewicht gegen den gefährlichen Herausforderer. Verbrechen auf Pigalle. Striptease-Tänzerin unter der Dusche erwürgt. Bist du es, Oskar? Hallo,
Ja? Von wo rufst du denn an? Hallo, was ist denn? Hallo, was ist denn? Hallo. Hallo. Hallo? Ist da die Zentrale? Ja. Hier ist Maigret. Geben Sie mir mal mein Büro. Ach, Jambier, ihr könnt hier versuchen, gleich mal zur Trail zu kastieren. Ich komme sofort nach Paris zurück. Ich beeile mich. Was ist mit Sotterell? Habt ihr ihn gefunden? Noch nicht, wir haben ihn überall gesucht. Seht doch mal zu, ob wir jetzt gleich in den Projektionsraum rein können. Man kann nie wissen, vielleicht ist da sogar das Gesicht des Mörders drauf. Ja, sofort. Mach die Läden zu. Na, wollen bloß hoffen, dass es kein pornografischer Film ist. Und lass jetzt deine dummen Witze, dafür ist ein andermal Zeit. Also, abfahren. Naja, aber ein bisschen Striptease wäre ja auch ganz schön, nicht? Oh, meine Herren, wir sind doch keine Spießer. Ja, sicher. Na bitte. Da haben wir es. Na, ist das was? Halt doch mal still, so lächerlich. Da im Spiegel, mal anhalten. Ganz schön elegant für einen Zuhälter. Ach, jetzt ist das Gesicht von dem Burschen verdeckt. Also mal weiterfahren. Eigentlich ein ausgesprochen hübsches Mädchen. Und nun sag doch mal ruhig. Wetter. Läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Ruhig jetzt, nimm dich doch mal zusammen. Warum nimmt sie denn den Büstenhalter nicht mal? Ruhe zum Donnerwetter! Jetzt hat er ihr die Kamera gegeben. Sehr gut. Na hör, rauf! Ach Gott, die macht es zum ersten Mal. Rauf, raufschwenken! Ja, was ist denn? Ist dir der Film rausgelaufen? Das war alles, mehr war nicht drauf. Ach, das ist na gut, mach die Fenster wieder auf. Wir geben eine Fahndung an sämtliche Polizeireviere. Fahndungsersuchen nach diesem Bon Voisin, Amédée, Oscar und so weiter und so weiter. Er muss in Paris gut sein, die Beschreibung habt ihr ja. Nun mach schon. Schlaf nicht ein. Ja, schon. Und wir werden jetzt mal sehen, was Torrance macht. Komm. Grüß euch. Tag, Torrance. Wieder zurück? Ja. Hast du was vor? Ich will mich ein paar Stunden aufs Ohr legen. Aha. Tag, Chef. Kommissar Julien aus Nizza hat mir herzliche Grüße an Sie aufgetragen. Danke, ja. Ja. Ich bringe Ihnen einen Bericht, einen Moment mal, also einen Bericht, Entschuldigung, den Bericht über den Tod des Grafen von Farnheim. Ja, von Farnheim. Ach, das ist ja bloß mein Schlafanzug. So, hier, das ist, wissen Sie, das ist sensationell. Ich weiß nämlich, wer der Chauffeur des Grafen gewesen ist. Ja. Weiß ich auch, Bon Voisin, Joseph, Amédée, Oscar. Aber warum bin ich denn nach Nizza geflogen? Warum du nach Nizza gefahren bist? Ach, Chef, da ist schon wieder was Neues. Wir sollen hinkommen. Ja, ich komme. Mahlzeit. Sie müssen hier lang. Danke. Wo ist es denn? Unter der Tribüne? Ja, der rechte Eingang. Hier ist es, Herr Kommissar. Ja. Noch einer, der sterben musste, weil er zu viel gewusst hat. Ihm hatte die Handliniendeuterin doch ein langes Leben vorausgesagt. Ja. Ne? Drei Morde in zwei Tagen, die anscheinend alle miteinander zusammenhängen. Man kann sagen Serienmorde, die wahrscheinlich von einem einzigen Verrückten verübt wurden. Also das muss ja wohl erstmal bewiesen werden. Und was haben wir getan, um diese Schweinerei zu verhindern? Ja, sehen Sie, wenn Sie gestatten, darf ich was Neues mitzuteilen, was den Mörder der Gräfin anbelangt. Also, Herr Präfekt,
Der Mörder ist wahrscheinlich der frühere Chauffeur der Herrschaften, Oscar Bonvoisin. Der Graf ist vor 20 Jahren verschieden in einen Abgrund gestürzt. Man hat damals zwar von einem Unfall gesprochen, aber ich habe so das Gefühl, dass jemand anderes die Hände im Spiel hatte. Vielleicht die Gräfin. Oscar, der Zeuge des Verbrechens gewesen ist, hat sich sein Schweigen sehr hoch bezahlen lassen. Ja, aber wo sind die Beweise dafür? Also jemand, der sogar eine große Villa in Rambouillet besitzt, hat das bestimmt nicht vom Gehalt eines Chauffeurs bezahlt. Na gut, aber wenn er die Gräfin umbringt, dann ist doch niemand mehr da, den er erpressen kann. Ich glaube, Ihre Annahme ist nicht ganz stichhaltig. Alette hat vom Schmuck der Gräfin gesprochen. An den konnte er nicht rankommen, der gute Oscar Bonvoisin, obwohl er ihr Geliebter war. Und dieser Schmuck ist auch im Haus der Gräfin nicht von uns gefunden worden. Und Sie glauben also, dass derselbe Mann den Portier des Lokals und die Tänzerin umgebracht hat? Nein, sowas habe ich nie gesagt. Das, was Sie mir zu sagen haben, ist mir sowieso zu wenig. Die öffentliche Meinung hält sich wie immer an das Innenministerium. Und das Innenministerium hält sich wiederum an den Polizeipräfekten. Und ich muss mich schließlich auch an jemand halten, nicht wahr? Natürlich, und Sie werden sich wie immer an mich halten. Und zwar freundlicherweise. Mir ist gar nicht zum Scherzen. Also viel Erfolg, Maigret. Ach, richtig, Herr Präfekt, ich muss Ihnen eine wichtige Mitteilung machen. Ich will nämlich diesem Oscar Bonvoisin, den wir suchen, eine kleine Falle stellen. Und eben darum muss ich unseren kleinen Philipp freilassen. Ich denke, er wird sich so schnell wie möglich mit ihm in Verbindung setzen. Und ich hoffe, im Ernstfall sind wir mit von der Partie. Und was ist, wenn Sie zu spät kommen? Tja, also dann habe ich einen Toten auf meinem Gewissen. Maigret, wenn das schief geht, müssen wir dafür unseren Kopf hinhalten. Niemand kann das verantworten. Das ist mein Berufsrisiko. Achtung, er muss gleich kommen. Gut. Achtung, Verfolgung beginnt. Da ist er. Ja, da kommt er schon. Warum sind Sie verhaftet worden? Bitte, haben Sie nicht bitte nur zwei Tage bevor es war? Was bin ich doch zufrieden? Sie mit nein, das ist doch unfair. Wir haben Sie auch einen Daumen. Warum hat Sie da festgenommen? Wenn wir das gelohnt haben, haben Sie einen Moment. Ich hätte auch was haben Sie zu tun. Bitte. Okay, es ist etwas ganz Unprogrammmäßiges passiert. Ein Journalist hat den Jungen zu sich ins Auto genommen. So ein Pech, diese verdammten Journalisten. Lass ihn auf keinen Fall aus dem Auto. Natürlich, du kannst ganz ruhig sein. Ich glaube, Sie fahren los. Aber wie lange muss man sich festhalten? Hier kann ich auf jeden Fall informiert werden. Da sind welche hinter uns her. Die hängen wir ab. Glauben Sie vielleicht, ich bin in Ihren Wagen gestiegen, um Ihnen meine Geschichte zu erzählen? Nein, ich glaube gar nichts. Aber es wäre bestimmt nicht das Schlechteste für Sie, wenn Sie mir was erzählen würden. Das Ganze war doch bloß ein Irrtum. Die Bullen haben mich verhört und dabei gefoltert. Und misshandelt. Wer hat Sie misshandelt? Können Sie einen Namen nennen? Der Kommissar Maigret. Irgendwo halten, verstehen Sie? Ich will aussteigen. Er ist mir entwischt. Victor Lognon. Na, ihr seid mir schöne Traumtänzer. Achtung, Achtung! An alle diensttuenden Streifenwagen im 3., 10., 11. und 19. Quadrat. Kontrollieren Sie sofort alle Ausgänge der Metro.
Das ist höchste Alarmstufe. Geben Sie sofort Nachricht an die Zentrale, wenn irgendwo Philippe Mortimer auftaucht. Das ist der Mann auf dem Foto, das alle Wagen bekommen haben. Sobald er irgendwo auftauchen sollte, ist er ununterbrochen zu überwachen und gegen alle Angriffe zu schützen, denn er befindet sich in Lebensgefahr. Ende. Durchgehen. Achtung, Dienstnummer 2683 meldet, dass Inspektor Lognon wieder Kontakt mit Philippe Mortimer hat. Endlich, bravo. Der Junge sitzt jetzt im Café du Bois, Place de la Bastille. Wieder der Bürger von Montmartre, Sauterel, der Portier der Bar Picrat, ermordet aufgefunden. Chef, ich bin leider zu spät gekommen. Der Junge war nicht mehr im Café Dupont. Der Kellner hat mir bestätigt, dass ein junger Mann, auf den die Beschreibung von Philippe passt, vor kurzem in das Café gekommen ist. Er hat an einem Außentisch Platz genommen und einen Kaffee mit Milch bestellt. Bravo, und warum hat er mir nicht gemeldet, wie viel Zucker er in den Kaffee mit Milch getan hat? Hier steht, dass er weggegangen ist, ohne den Kaffee zu trinken. Achtung, eine Mitteilung der Zentralkartei. Joseph Amadee Oscar Bonvoisin, genannt Oscar, geboren in Oran am 7. November 1916. 1935 zwei Vorstrafen in Paris. Schwere Körperverletzungen und Vergehen an Minderjährigen. Überführung nach Le Havre. Weitere Strafen folgten. Ja, sofort. Chef, da ist Lognon für Sie. Ja, Lognon? Pass auf, Maigret. Ich bin in der Bar Au Refuge, Rue Lamarck. Hallo! Entschuldigung, aber was sein muss, muss sein. Pass auf, Philippe ist jetzt hier. Er ist gerade vor einem Augenblick in die Praxis von Dr. Blanc gegangen. Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Von hier aus kann ich den Eingang genau beobachten. Lognon, du bist ja ein richtiges Ass. Du bist der Einzige, der den Kontakt zu dem Jungen wiederhergestellt hat. Also halt die Augen offen. Ja, hier ist Lognon dran. Maigret, ich hab's mir überlegt. Es ist auf keinen Fall mehr zu verantworten, dass das Leben des Jungen weiter in Gefahr ist. Wenn Sie meinen? Ich ordne hiermit an, dass Philippe Mortimer jetzt gleich festgenommen wird. Hallo. Ja, ja. Noch einen Augenblick, bitte. Das Gefängnis ist wenigstens ein Ort, wo er in Sicherheit ist. Sagen Sie das auch Inspektor Lognon. Ja, wie Sie meinen. Hör mal bitte zu, Lognon. Na also, wird aber auch Zeit. Ich ist nicht mehr da. Hallo. Gerade aufgehängt. Na, dann eben nicht. Rufen Sie noch mal an. Leicht gesagt, er hat aus einer Bar angerufen. Hören Sie, Maigret, das war ein offizieller Befehl. Sollte diesem Jungen irgendetwas passieren, dann werden Sie allein dafür verantwortlich gemacht. Sie allein. Verbinde mich mal. Ja, was gibt's? Klare Füsch, wer ist da? Bar Refuge? Hören Sie bitte, ich muss unbedingt mit einem Ihrer Gäste sprechen. Er muss irgendwo an der Bar sitzen. Ich werde ihn schnell mal beschreiben. Wie wollen Sie den Mann sonst hin? Bei uns ist doch nur ein Gast. Na bitte, dann holen Sie ihn sofort ans Telefon. Das muss für Sie sein. Hallo, hörst du mal, Jung? Die Leitung war irgendwie unterbrochen. Nein, das war doch nur ein kleiner Trick von mir. Warum denn? Hör mal, das sind Dinge, von denen du besser nichts weißt. Ach, das brauche ich nicht zu wissen. Vielen Dank. Ich bin ja anscheinend doch nur das fünfte Rad am Wagen. Red doch bloß keinen Blödsinn. Doch, doch. Gibt's was Neues? Augenblick mal, ich glaube. Ja, er kommt gerade wieder raus. Ich rufe dich wieder an. Lognon, das eine ist klar. Du darfst ihn auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Du stehst jetzt kurz vor deiner Beförderung.
Na, mir scheint, unser Lazarus steigt langsam aus dem Grab. Ne? Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie mir sowas passieren konnte. Ach was, nimm das bloß nicht so schwer. Von so einem kleinen Schlag wird ein Mann wie du nicht gleich ins Gras beißen. Das wird nur dazu beitragen, dass du schneller befördert wirst. Also du brauchst in gar keiner Weise... Na und, was machen wir jetzt? Ja, woher soll ich das wissen? Das weiß ich doch auch nicht. Also Oskar hat wahrscheinlich Alette irgendwas davon gesagt, dass er die Gräfin umbringen will, um sich ihren Schmuck anzueignen. Dabei schlägt er Alette vor, dass sie beide zusammen nach Venezuela gehen. Das könnte sehr gut stimmen, denn die Flugkarten haben wir ja gefunden. Nachdem er das Verbrechen begangen hat, fährt er nach Rambouillet, um auf Alette zu warten. Alette hat den Plan inzwischen verraten, um wieder frei zu sein. Das ist natürlich alles auch ziemlich vage. Dann geht sie wieder nach Hause zurück und wird in ihrer Wohnung erwürgt. Naja, das klingt doch alles sehr logisch. Nein. Nein, 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 nein. Da stimmt irgendetwas noch nicht. Ah, da muss noch was anderes sein. Ich muss noch mal von vorne anfangen, ja? Chef, ein Polizist vom Boulevard Saint-Michel hat angerufen, dass er Philipp gesehen hat. Hat er ihn verfolgt? Ja, aber er hat ihn wieder verloren. Doch, ich könnte euch alle... So, dann noch mal, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja. Philipp, der wahrscheinlich seinen lieben Freund Oskar ein ganz klein wenig erpressen möchte, will unbedingt nach Rambouillet. Und Sauterelle ruft bei Oskar in Rambouillet an. Und zwar, weil unser lieber Oskar schon längst wieder in Paris ist. Aber was war dann? Na, das müsste eigentlich das sein, was wir wissen. Und dann ist uns Philipp in die Hände gefallen. Aber der Junge will ja leider nicht sprechen, leider. Und Oskar ist auch ziemlich sicher, dass Philipp nichts aussagen wird. Aber er hat umso mehr Angst, dass vielleicht Sauterelle reden wird. Und nur darum erwürgt er ihn. Philipp ist kaum draußen, da versucht er sofort seine Spuren zu verwischen. Denn er muss unbedingt frei sein. Und zwar, weil er zu Oskar will. Und Oskar sucht selbstverständlich genauso ihn. Und als er dabei festgestellt hat, dass Lognon offenbar Philipp beschattet, beschließt er, Lognon auszuschalten. Und davon hast du jetzt eine Beule am Kopf. Diese Hartnäckigkeit von den beiden ist seltsam. Ich meine, Oskar und Philipp, warum versuchen sie sich dauernd gegenseitig auf der Spur zu bleiben? Vielleicht wegen des Schmucks. Ja, das ist richtig. Wegen der Juwelen. Die beiden haben den Schmuck nicht gefunden, das muss doch im Haus sein. Alles sofort zum Haus der Gräfin, auch die Streifenwagen. Bravo, Lognon. Die alte Garde hat sich wieder mal bewährt. Thank you.
Hallo, hier spricht Maigret. Hallo, hört ihr mich? Ja? Der Junge muss jeden Augenblick aus dem Haus kommen. Haltet ihn fest. Er hat die Juwelen gefunden. Verstanden. Losfahren. Nein, er ist nicht rausgekommen. Er ist nicht rausgekommen? Nein, wir haben niemanden gesehen. Den ganzen Block sofort umstellen. Das ganze Haus wird durchsucht, vom Keller bis zum Dachboden. Du kommst mit und du auch. Mach schon. Nicht entwischen, Chef. Oskar, komm raus, du steckst in der Falle. Los, weiter. Hör genau zu. Ich gebe dir 15 Sekunden Zeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Philipp? Was ist mit Philipp? Zuerst ist er für ein paar Tage ins Krankenhaus gekommen. Und später wird er dann wohl einige Jahre Erholung nehmen müssen, im Gefängnis. Aber wie sind Sie eigentlich drauf gekommen, dass Oskar die Juwelen nicht gefunden hat? Ach, genau gesagt, hat mich eigentlich Lanyon draufgebracht. Apropos, ruf doch mal bei ihm an und frag, wie es ihm geht. Stell einen schönen Gruß. Das muss nicht sofort sein, du kannst erst mal aufessen. Ja, so ist das meistens bei uns.
Wenn man mit einer Sache fast fertig ist, dann muss man aufhören. Wieso fast? Fast? Ja, fast. Darf ich Ihnen vielleicht jetzt einen Mokka anbieten, Kommissar? Eine Spezialität von mir. Ja, danke, sehr gern. Also eins kann ich bei der ganzen Geschichte nicht begreifen. Warum hat Oskar Alet ermordet? Oskar ist es ja auch gar nicht gewesen. Denn er hatte eigentlich vor, mit ihr nach Venezuela zu fliegen. Und er hat ja auch in Rambouillet auf sie gewartet. Bis er davon in der Zeitung gelesen hat. Wer hat sie denn wirklich umgebracht? Wer ist es gewesen? Wer? Sie werden doch hoffentlich nicht mich verdächtigen, Herr Kommissar. Genau genommen bist du in einer bestimmten Hinsicht für ihren Tod mitverantwortlich. Ich? Aber wieso denn? Ja, ich meine für den Tod von Alet. Der Mord an diesem armen Mädchen war ein unsinniges und vollkommen überflüssiges Verbrechen. Sie hatte das Leben, das sie hier führte, satt. Denn sie wollte mit aller Kraft, die sie hatte, versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Ist es nicht so gewesen, Betty? Ja, das wollte sie. Wer könnte die Gründe nicht verstehen, die zu dem Mord an Alet geführt haben? Zum Mord an Alet. Liebe und Eifersucht. Aus diesen bekannten Gründen geschehen die meisten aller Morde. Manche Menschen werden zu ihrem Glück nur in Gedanken zum Mörder aus den Motiven, die ich eben genannt habe. Die anderen werden zu meinen Kunden. Tja, manchmal haben wir es wirklich gar nicht so leicht in unserem Beruf. Wir sind auch nur ein kleines Rädchen in der ganz großen Maschinerie der Justiz. Aber auch wir sind nur Menschen. Und das ist oft sehr schwer. Entschuldigen Sie. Gehen wir, Herr Kommissar. Ich bin bereit. Gehen wir jetzt. Nicole. Sie hat getötet, weil sie dich nicht verlieren wollte.